Eine Freundin von uns hat mal gesagt, ihr habt es gut, ihr könnt zusammen in einem Kopf spazieren gehen. Nina ist ein sehr kreativer Mensch. Im Schreiben, im Leben, im Lieben, sie kocht nach Farbe. Alles, was sie tut, macht sie mit Leidenschaft. Er ist ein Problemlöser. Egal, was er anfasst, es wird was. Ich liebe seine blauen Augen und seit ich ihn kenne, schreibe ich bessere Bücher. Wir sind ein Paar seit 10 Jahren und davon schon 9,5 verheiratet. Und schreiben tun wir seit 2 Jahren, zusammen jedenfalls. Unsere gemeinsame Reihe haben wir unter dem Namen Jean Magnol erfunden. Und es sind Provence-Krimis, sagen die einen. Aber vielleicht ist es... Es ist ein Genre-Mix. Es ist eine Mischung aus Provence-Thriller, würde ich es eher sagen, und Katzenkrimi. Es sind einerseits sehr dreckige, harte, erdige Krimis. Es ist Leidenschaft drin, Tod, Geheimdienste, Brutalität, Liebe. Und die Katzen sind halt Katzen. Das sind keine Kuscheltiere, es sind wirklich echte Katzen. Die Eigenschaften, die Katzen für einen Krimi besonders brauchbar machen, ist, sie hören alles, sie sehen alles, sie haben Sinne, die den unseren weit überlegen sind. Wir lieben Frankreich, auch wenn wir vielleicht jetzt hier und dort die eine oder andere Macke aufdecken oder das eine oder andere düstere Geheimnis. Und natürlich legen wir auch den Finger auf die politischen Wunden, die dieses Land hat. Normaler Rassismus auch gegen dunkelhäutige Frauen. Unsere Hauptfigur hat nun mal einen etwas dunkleren Teint und wir lieben sie. Wir mögen es, wie sie sich auch beweist. Wie sie stolpert, sie ist genauso... Sie ist fehlerhaft, das ja, ist es. Und ist das so wollten wir auch. Wir wollten keine perfekten Ermittler haben, die alles wissen. Und irgendwann, mein Gott, da zieht sie sich auch mal ein Joint rein. Mhm. Uns gefällt das so, dieses Fehlerhafte, dieses Unperfekte. Unsere Ermittler sind so blöd wie wir. Sie sind so leidenschaftlich wie wir. Sie sind so unlogisch wie wir. Ursprünglich haben wir uns dagegen gesträubt, zusammenzuschreiben. Wir sind beide der Meinung gewesen, da sind wir viel zu große Individualisten. Ich wollte auch nie einen Schriftsteller heiraten. Aber dann haben wir gemerkt, in der gemeinsamen Arbeit, dass wir überschreiten ja Grenzen. Da würden wir alleine nie hinkommen. Wir sind zusammen sehr viel mehr, als wir alleine machen können. Wenn wir Dialoge schreiben zwischen dem Bösen und der Ermittlerin, wenn die zum ersten Mal aufeinandertreffen, dann führen wir diese Dialoge tatsächlich. Wir führen sie auf und sprechen sie immer wieder, bis sie gut sind. Ja, wir machen ein Rollenspiel. Schreiben wir sie hin. Haben wir uns öfter mal trennen wollen während der Arbeit? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Nein. Aber ich weiß, dass in den Situationen, da kochten manchmal die Emotionen so hoch, dass wir wirklich den Exit gesucht haben. Aber wir haben jetzt dafür auch Regeln. Also pro Buch nur ein Glas. Pro Buch nur ein Glas, was kaputt gehen darf. Irgendwie geworfen oder irgendwie zerschellt. Oder wenn du das nicht so schreibst, dann... Und dann fällt halt mein Glas um. Also ein Buch pro Glas ist ein Glas jeden? Pro Buch. Nein, eins. Ach so. Eins. Ich glaube... Haben wir das schon verbraucht? Ja, mit Sicherheit. Zweite Regel. Niemand verlässt den Raum, solange das Problem nicht geklärt ist. Dritte Regel. Lass uns verheiratet aus der ganzen Nummer wieder rauskommen. Garzen brauchen. Garzen brauchen. Garzen brauchen furchtbar viel Musik. Everybody.